Jeden Freitag heißt es bei uns heute auch wieder hoch die Hände, Wochenende. Tja, und für die Frauen ist dieser Tag wieder ein ganz besonderer. Alexander Graham Bell erfand nämlich vor 141 Jahren das Telefon und legte den Grundstein dafür, dass sich die Damen nach einem stundenlangen Treffen mit der besten Freundin nochmal anrufen können, um darüber zu reden. Liebe Zuschauer, meine sehr geehrten Damen und Herren, da sind wir wieder. Ich begrüße Sie hier bei der täglich aktuellen Nachrichtensendung im Mittelerzgebirgsfernsehen mit den Nachrichten aus unserer und für unsere Region. Hier ist Mekional am Freitag, Arbeitswochenfinale, den 10. März und es ist schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben und mit dabei sind. Hallo, guten Abend und Glück auf! Bevor wir Sie aber ins wohlverdiente Wochenende entlassen, haben wir noch einige Informationen für Sie. Denn bei uns erfahren Sie ja immer etwas Neues. So wie dieses hier aus Zschopau. Denn in der MZ-Stadt formiert sich eine Gruppe, die ihr Zschopau wieder attraktiver machen möchte. Auch mit dabei sind engagierte Nicht-Zschopauer. Hier ist unser erster Bericht. Seitdem die Ortsumfahrung B174 an Zschopau vorbeigeht, geht scheinbar auch das Leben an Zschopau vorbei. Und jetzt kommt die Interessengemeinschaft Unser Zschopau ins Spiel. Und über das Ansinnen dieser Interessengemeinschaft habe ich mit Tino Küchler und Alexandra Hähnel gesprochen. Also Zschopau ist, wenn man so will, ein Pflegefall. Und jetzt kommt ihr mit eurer Interessengemeinschaft daher. Welche Ziele verfolgt ihr denn für Zschopau? Ja, zum einen wollen wir Zschopau wieder interessanter machen für unsere Gäste. Und wir wollen Zschopau auch interessanter machen für unsere Gewerbetreibenden. Das zu erkennen, was es seit vielen Jahren mehr oder weniger gibt, mal mit Tiefen und mal mit Höhen. Aber es ist so, dass wir auch von Gästen von außerhalb festgestellt haben oder von Kunden von außerhalb festgestellt haben, dass wir sehr gut in der Lage sind, hier zu glänzen. Jetzt ist das sicherlich eine Mammutaufgabe und welche Voraussetzungen bietet denn Zschopau jetzt im positiven Sinne? Worauf könnt ihr jetzt hier aufbauen? Ja, das, was ich sehe, wo wir aufbauen können, ist auf jeden Fall die Tatsache, dass wir trotz des oft vorbeifließenden Verkehrs auf der Bundesstraße sehr viele haben, die sich extra mal aufgerafft haben und nach Zschopau reinkommen. Das ist jetzt nicht bloß aus der ländlichen Peripherie, sondern wir merken das auch, dass aus dem Südraum von Chemnitz sehr viele hier reinkommen und sagen, guckt mal an, wie schön das hier ist und guckt mal an, da brauche ich ja gar nicht in große Einkaufszentren zu fahren, sondern ich kann das in Zschopau nutzen. Alex, wo seht ihr denn den größten Handlungsbedarf hier in Zschopau? Ja, also als allererstes die Zschopauer wieder zu motivieren, in die Geschäfte zu kommen und dann natürlich auch ringsrum die Leute noch ein bisschen zu ziehen. Welche Rolle spielt denn jetzt bei dem Projekt die Stadtverwaltung? Kriegt ihr da Unterstützung oder wie stehen die dieser Initiative gegenüber? Die Stadtverwaltung, so schätze ich das ein, die hat sich lobenderweise von Anfang an sehr stark mit eingebracht. Wir haben das am Herbstfest gemerkt, im letzten Oktober, wo Mitglieder der Stadtverwaltung inklusive unserem Oberbürgermeister selber die Roster gedreht haben. Und das ist wiederum sehr gut auch bei den Gästen angekommen. Die sagten, ja, hier warten wir gerne eine Minute länger, weil der natürlich auch mal dieses Rosterdrehen als Smalltalk mitgenutzt hat. So, und dann ist eine ganz wichtige Sache aus meiner Sicht, dass auch die Stadtverwaltung uns auch gleich sagen kann oder die Mitarbeiter der Stadtverwaltung, und das ist dort mal sehr nahe das Hauptamt direkt am Bürgermeister, die uns sagen, die Idee, die ihr habt, ist toll, aber umsetzen lässt die sich nur so und so. Für die kommende Zeit, welche Pläne oder welche Vorhaben habt ihr denn? Ja, also auf jeden Fall erstmal unser Frühlingsfest, was wir ein bisschen ausbauen wollen. Mhm. Wir wollen die Leute wieder in die Stadt ziehen und dann natürlich als nächstes die 725 Jahre, wo wir es richtig krachen lassen. Ne? Jetzt seid ihr, um nochmal auf eure Interessengemeinschaft zu kommen, keine Einzelkämpfer. Man kann sich beteiligen. Jetzt steht die Frage, wer kann mitmachen und, ganz wichtige Frage, nach der Reibung zwischen Daumen und Zeigefinger, wer bezahlt das Ganze?
Ja, wir sind momentan in einer Situation, wo sich jeder, der das jetzt auch vielleicht heute durch euer Engagement hier zeigt, sich bei der Alex oder bei mir melden kann. Auch übers Internet ist das möglich oder über unsere Facebook-Seiten dazu von den Geschäften. Geld, um es mal ganz konkret zu sagen, hat es bisher noch gar nicht so sehr viel gekostet, weil jeder, der hier mitarbeiten möchte, der stellt auch neben seiner Arbeitskraft auch ein gewisses Maß an finanzieller Unterstützung bereit. Also da wünsche ich euch für euer Projekt, für die Interessengemeinschaft, unser Chophaus, so ja der klangvolle Name, viel Erfolg, dass ihr auch ja, die entsprechenden Erfolge einstreicht. Und ich bedanke mich für das Gespräch. Gerne, vielen Dank. Dankeschön. Ja, da wünschen wir natürlich viel Erfolg bei den Plänen. Gestern schon bei uns in der Sendung, liebe Zuschauer, die Lesung im Rahmen der Preisverleihung zum Literaturnachwuchspreis in Marienberg. Junge Nachwuchsschriftsteller konnten im Vorfeld ihre Werke einreichen und wurden von einer Fachjury bewertet und dementsprechend prämiert. Dabei zeigte sich die Jury bei ihrer Arbeit immer wieder überrascht von der Qualität der Geschichten. Tja, und im Anschluss an die Preisverleihung wurden dann bestimmte Werke vorgelesen und somit auch die Zuhörer in Erstaunen versetzt. Wir schauen heute nochmal in diese besagte Lesung rein. Das kleine Café an der Ecke. Ich renne über die alten Straßen durch die immer kälter werdende Stadt. Jeden Tag das Gleiche. Aufstehen, anziehen, zur Uni und danach zur Arbeit sprinten. Außer an den Tagen, an denen ich keine Vorlesung habe, da komme ich gerade immer rechtzeitig zu meinem kleinen Nebenjob. Die Straßen werden mit jedem Tag rutschiger und so komme ich schlitternd vor dem kleinen Café an der Ecke am Markt zum Stehen. Es ist ein altes Café, vermutlich noch aus Kriegszeiten und strahlt mit seinem Aussehen einen gewissen Trotz aus, so als würde es sagen wollen, ich stehe schon 50 Jahre hier und werde auch weitere 50 Jahre stehen bleiben. Der gelbliche Putz bröckelt an manchen Stellen schon von den Wänden und die grüne Tür bräuchte dringend mal einen neuen Anstrich. Vor den alten, durch den Frost angelaufenen Fenstern hängen alte Fensterläden, von denen die grüne Farbe schon so verblasst ist, dass man das Grün nur noch erahnen kann und die teilweise so schief hängen, dass es an ein Wunder grenzt, dass sie noch hängen. Das einzig Neue an diesem Haus ist das kleine Geöffnet-Schild an der Tür, welches schon seit vermutlich immer täglich von 9 bis 17 Uhr dort baumelt. Und trotz allem kann ich mich an keinen einzigen Tag erinnern, an dem dieses Café nicht mit seinem Charme die vorbeigehenden Leute angezogen hat. Für die Bewohner zählt es zum Inventar, ein Ort, an dem man sich noch vor der Arbeit einen Kaffee holt, sich mit anderen verplappert und, obwohl man pünktlich aufgestanden ist, doch zu spät zur Arbeit kommt. Und für die Touristen gehört es wohl zu einer Art Kult, nachdem man sich unser kleines historisches Städtchen angesehen hat, sich noch in das kleine Café an der Ecke zu setzen und ein Stück des viel zu süßen Erdbeerkuchens zu genießen. Ich arbeite hier schon seit 2 Jahren, um mir mein Studium finanzieren zu können und die Miete meiner kleinen Wohnung zu bezahlen. Es ist verwunderlich, dass dieses kleine Städtchen überhaupt eine Uni besitzt, aber das scheint hier niemanden zu stören. Und außerdem tut es der Stadt gut. Sie wirkt gleich viel belebter, wenn die Studenten über die Straßen rennen, um noch rechtzeitig zur Vorlesung zu kommen. Ich betrete das kleine Haus und genieße erst einmal die Wärme, die hier herrscht, bevor ich mir eine Schürze umlege und beginne, die Kunden zu bedienen. Es hat fast schon etwas Nostalgisches, wie Menschen hier zu beobachten und ein Stück weit an ihrem Leben teilzuhaben. Wenn Sie einen von Ihrem Tag erzählen, während man als Student kaum Zeit hat, selbst etwas zu erleben. Ich beobachte gern die Menschen und weiß fast schon sofort, wenn sie den Laden betreten, welches Geschehen sie hierher verschlagen hat. Da gibt es zum einen die Studenten, einmal die, die ganz frisch zum Studieren hierher kommen und sich noch überhaupt nicht bereit dazu fühlen, erwachsen zu werden, Entscheidungen zu treffen oder von zu Hause auszuziehen. Sie sind wie Vögel, die man aus dem Nest geworfen hat, ohne ihnen zu erklären, wie man fliegt.
Und dann gibt es noch die Studenten, die das alles schon gewohnt sind und sich nur noch nach einer anstrengenden Prüfung entspannen möchten und sich wünschen, alles wäre schon vorbei. Die Touristen erkennt man sofort. Meistens haben sie einen Fotoapparat um den Hals hängen, einen Stadtplan in der Hand und ein zufriedenes Lächeln im Gesicht, während die Kinder ihre schmerzenden Füße vom vielen Laufen beklagen. Dann essen sie ein Stück der hausgemachten Torte, bekunden, wie schön es hier doch ist und verschwinden dann mit einem etwas wehmütigen Blick, weil ihr Urlaub schon vorbei ist. Von den Einwohnern sieht man so gut wie jeden Tag die gleichen hier. Eine alte Dame sitzt immer am Fenster und trinkt genau 2 Tassen Tee. Eine für sich und eine für ihren verstorbenen Mann. Eigentlich mag sie Tee gar nicht, aber ihr Mann habe nie etwas anderes getrunken. Am Nachmittag kommen 2 Großmütter und debattieren dann darüber, welchen Kuchen sie heute probieren, obwohl es jeden Tag das Gleiche gibt. Zum Mittag kommen noch einmal viele, um im Café ihre Mittagspause zu verbringen. Und am Morgen werden schon fast alle Brötchen verkauft und die Kaffeemaschine, die ihre besten Tage schon hinter sich hat, kommt vorerst nicht zum Stillstand. Auch wenn ich seit 2 Jahren nichts anderes gesehen habe und fast jeden Tag das Gleiche passiert, würde ich nichts ändern wollen. Seien sich die anderen doch mit der Politik, Wirtschaft, Kriminalität in Großstädten, Killer-Clowns und Attentätern beschäftigen. Aber die Geschichten, die sich hier abspielen, gibt es nur hier und nirgendwo anders. Hier, im kleinen Café an der Ecke. Groß-Olbersdorf, alkoholisiert aufgefahren. Am Donnerstagmittag gegen 12.10 Uhr war die 38-jährige Fahrerin eines Pkw VW auf der B174 aus Richtung Hohndorf in Richtung Marienberg unterwegs. Etwa 300 Meter nach dem Ortseingang Groß-Olbersdorf hielt sie verkehrsbedingt an einer roten Ampel an. Ein nachfolgender Autofahrer, 50, fuhr auf den stehenden VW, wobei Sachschaden in Höhe von insgesamt 2.000 Euro entstand. Die VW-Fahrerin erlitt dabei schwere Verletzungen. Der 50-jährige Autofahrer blieb unverletzt, stellte sich aber dennoch einem Arzt vor zur Blutentnahme. Ein mit ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,88 Promille. Den Führerschein des Mannes stellten die Beamten sicher. Die Geschwindigkeiten werden natürlich auch am Montag unter anderem in Olbernhau-Freiberger Straße kontrolliert. Darüber hinaus verstecken sich auch wieder die Kontrolleure im Auftrage des Landratsamtes an den üblichen und bekannten Stellen. Ja, und auch die Videomessfahrzeuge der Polizei sind auf der B174 und B101 unterwegs. Deshalb, meine Lieben, Augen auf und Fuß vom Gas. Das spart Geld und Ärger. Und damit Sie sich am kommenden Montag nicht ärgern müssen, hier noch diese Meldung. Wegen notwendiger Baumfällarbeiten an der S219 Eisenstraße zwischen dem Abzweig K8150 Höhe B174 und K8115 der Talstraße in Oberschmiedeberg macht sich aus Sicherheitsgründen am Montag, den 13. März von 7 bis 18 Uhr eine Vollsperrung erforderlich. So, das haben wir nun auch besprochen und nun noch der Blick auf unser Wochenend-Regionalwetter. Heute Abend und in den Nachtstunden ist der Himmel wolkig mit zahlreichen Wolkenlücken und einem gelegentlichen Blick auf die Sterne. Man könnte sich ruhig nach draußen machen und draußen aufhalten, müsste allerdings eine warme Jacke auftragen, denn es wird wieder recht kühl. Dafür bleibt es aber trocken. Die Nachttemperaturen fallen wie folgt aus. In der Stadt der Sieben Täler, also in Olbernhau, werden 1 bis 2 Grad erwartet. In der Bergstadt Marienberg stehen 0 bis 1 Grad zu Buche und in der MZ-Stadt Zschopau zeigen die Thermometer 1 bis 3 Grad an. Der Wind ist kaum spürbar, er weht gering mit um die 6 km pro Stunde aus Südwesten.
Morgen am Samstag geht es mit den Temperaturen schon wieder ein Stück bergauf und dabei zeigt sich der Himmel bedeckt bis wolkig, sodass auch die Sonne ihre 5 Arbeitsstunden hier mit einbringen kann. Bei einem Niederschlagsrisiko von nur 5% können wir fest davon ausgehen, dass es trocken bleibt. Es wird also nicht regnen. Ja, nun aber zu den Temperaturen. In Halbach steht in den Displays 1 bis 6 Grad Celsius. In Großrückerswalde am Flugplatz werden zwischen 0 und 7 Grad erwartet und in Griesbach klettert das Quecksilber auf 1 bis 9 Grad Celsius. Der Wind dreht auf Süden und weht leicht mit um die 16 Kilometer pro Stunde. Der weitere Ausblick aufs Wochenende, liebe Zuschauer. Der Sonntag wird seinem Namen ein Stück weit gerecht. Es gibt Sonne bei einem bedeckten bis bewölkten Himmel. Regnen wird es nicht. Zwischen 3 und 11 Grad zeigen die Thermometer bei einem leichten Wind aus nordwestlicher Richtung. Die neue Arbeitswoche startet grau in grau. Mit einem leichten Regen ist auch hier zu rechnen. Bei 5 bis 7 Grad weht der Wind aus Westen. Ja, ob sich der leichte Frühlingstrend in der kommenden Woche weiter fortsetzt oder ob der Winter nochmal zurückkehrt, das erfahren Sie dann am Montag hier an dieser Stelle. Ja, liebe Zuschauer, das war's schon wieder. Das war Megional am Freitag und es ist schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben und wieder mit dabei waren. Mit den aktuellen Nachrichten für und aus unserer Region sind wir wieder pünktlich zum Wochenstart am Montag für Sie hier zur Stelle, wenn Sie denn mögen. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn wir Sie dann wieder begrüßen dürfen. Übrigens, mehr von uns finden Sie auf unserer neu gestalteten Internetseite unter www.mef-line.de. Einfach mal reinklicken. Damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend, ein tolles Wochenende. Ich sage Tschüss bis Montag und hier noch das Wort zum Wochenende. Tschüss. Das Wochenende steht vor der Tür. Auf was freust du dich da am meisten? Aufs Feiern. Was wird denn gefeiert? Ein Geburtstag. Welcher? Ein 30. Von wem? Wird mir verraten. Oh Gott. Wenn die Sonne scheint und jetzt der Rest Schnee noch wegtaut, das noch viel. Schöner Wort. Also ich freue mich als erstes darauf, dass ich bei diesem Wetter, was angekündigt auch wieder so sein wird, als erstes Mal am Samstag und am Sonntag alleine in meinem Eisladen stehen darf und frische Waffeln backen. Und freue mich natürlich auf jeden Gast, der das probiert. Das riecht und schmeckt furchtbar lecker.